Open up my heart and you'll find love, 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 love. Mm-hmm. Love, love, love. Open up my heart and you'll find love. Heute geht's ich darf nichts sagen. Heute geht's mit Jack los. Ich habe ihn schon wunderschön fertig gemacht. Das ist gar nicht Jack. Wer genau hinguckt, sieht, dass das nicht Jack ist. Natürlich, der ist viel größer als du. Und auch größer. Ich bin größer als er, aber egal. Und er ist so wunderbar erzogen und steht hier völlig ruhig. Daran sieht man, es ist mein Pferd. Also, ich habe ihn jetzt wunderschön fertig gemacht mit meinem schönen Weihnachtsset. Weihnachtsoutfit mit den passenden Gamaschen natürlich überall zu. Ich werde ihn jetzt gleich ein bisschen ablongieren. Und dann setze ich mich drauf und reite einfach mal eine Runde im Galopp und Crosstrail. Darf ich mein Pferd vielleicht selber mal longieren? Du darfst es immer. Ich darf mittlerweile nur noch zucken. Ja, und ist reden. Doch schön. Ich werde ihn später in einer M-Dressur reiten. Wie, nur in einer M-Dressur? Ja, dann kann ich in der S reiten. Nee, dann vielleicht auch in einer S-Dressur oder so. Aber erstmal muss man natürlich klein mit M anfangen. Nein, Spaß. Aber Küken ist groß gewachsen, Küken denkt auch groß. Wäre ja auch doof, wenn sie dann am Boden nah denkt. Ich werde natürlich auch den Jack mal springen vorstellen oder sowas. Und natürlich auch meinen kleinen Joey, aber trotzdem natürlich auch Jack. Und deswegen muss ich mich auch mit ihm anfreunden. Also als allererstes möchten wir natürlich auch, wie man sieht, ausprobieren. Kannst du mir mal die Gerte geben? Du könntest jetzt mal kurz deine kleine Schnabelschnute halten und mich ausreden lassen, damit überhaupt irgendjemand denkt, dass du einen Funken Respekt hast und Anstand gelernt hast. Oh, jetzt geht's zu weit. Das war's jetzt. Wir haben ja bei Jack immer das Problem, ja, dass er sich die Nase immer schubbert. So, und jetzt haben wir gewisse Sachen ausprobiert. Wir haben gewisse ausgewechselt, dass wir schon mal eine Allergie ausschließen können auf irgendwelche Sachen im Gebiss, Nickel und Sonstiges, haben aber dadurch keinen Erfolg gehabt. Das heißt, Gebiss ist schon mal egal. Dann haben wir gesagt, so, wir probieren jetzt aus, Reithalfter mit Sperrriemen, aber das ist ja ganz, ganz locker. Aber nun gut, man weiß es ja nicht. Wir haben also den Sperrriemen weggelassen. Genau das gleiche Bild. Dann haben wir Hannoversch genommen, Hannoversche Trense. Auch das gleiche Bild, genau. Und jetzt möchten wir ausprobieren, was passiert, wenn man gar keinen Nasenriemen drauf hat. Scheuert er sich auch? Das ist natürlich sehr gewagt, weil Jack hätte jetzt die Möglichkeit, das Maul weit aufzumachen. Er hat wenig Begrenzung und wer Jack so ein bisschen kennt von früheren Zeiten, weiß auch, dass er gerne mal seine eigenen Wege gegangen ist und man hat so ein bisschen Hilfe gehabt, dass er halt nicht so ganz maßlos hätte sein Maul aufsperren können, damit er die Zunge übers Gebiss legt und dann hat man überhaupt gar nichts mehr. Und von daher bin ich jetzt ganz gespannt, was passiert. Und wir haben ja jetzt, sage ich mal, so das röntgenologische Okay, das heißt, Wachstumsfugen sind zu. Jack wird also zum Glück nicht mehr mega, mega viel größer werden, aber vielleicht noch ein bisschen in die Breite gehen, dann würde der Sattel nämlich richtig gut passen. So vermute ich, dass er vielleicht ein bisschen nach vorne rutscht. Mal schauen. Vicky hat eine Reitkappe auf. Vicky hat den Dressursattel drauf. Mein Dressursattel. Ist ja mein Pferd, ne? Und meine Tochter. Kann sie also ruhig nehmen. Ich glaube, sie will aussteigen. Das wäre das erste Mal, dass allererste Mal mit Sattel. Also du müsstest mir gleich wahrscheinlich noch eine Gerte bringen, weil ich weiß nicht, wo du die gestern hingelegt hast. Ich muss erst lernen zu atmen mit dem Gedanken. Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Wenn ihr den Kameramann sehen könntet, ne? Es regnet. Quizfrage. Wie sieht er aus? Nicht so gut wie Jack. Der hat ja auch keinen Schirm auf dem Kopf. Also wir haben heute wirklich verdammtes Pech. Erst die Gänse, jetzt da hinten der Trecker. Vielleicht sorgt das aber auch für die nötige Ablenkung für die ersten Aufsteigversuche. Das Gewicht von Vicky auf seinem Rücken kennt Jackpot ja schon. Aber das Ganze mit einem richtigen Sattel ist nochmal eine andere Nummer. Ja, wir machen ganz kurzes Testlongieren quasi. Was passiert jetzt ohne Nasenriemen, wenn er gleich durchpariert?
der Guteste, ob er sich sofort wieder die Nase juckt, ja oder nein. Und er soll sich natürlich auch so ein ganz, ganz bisschen die Energie ablaufen, dass wenn Vicky wirklich aufsteigt, Versuche startet, dass er dann so ein ganz bisschen, ja, in Bewegung war. Fein. Macht er ganz fein. Ganz, ganz fein. Sehr schön, Jack. Was mir jetzt erstmal auffällt, ganz ohne Nasenriemen, dass er wirklich viel häufiger seinen Kopf so ein bisschen eher in Richtung oben schüttelt oder zur Seite, so wie jetzt. Das ist mit Nasenriemen nicht der Fall. Und jetzt bin ich gleich gespannt. Fein. Ja, Jack läuft jetzt gerade barfuß, das sieht man auch sofort, weil mit Eisen ist er deutlich schwungvoller, er fußt deutlich kräftiger ab und auch auf. Aber die Eisen mussten wir ja abnehmen für das Röntgen und jetzt müssen wir noch 2 Tage überbrücken und dann kommt unser Schmied und dann gibt es wirklich schöne Beschläge, also hoffe ich, dem Röntgenbild angepasst und dann bin ich gespannt, wie der Jack läuft. Bestimmt richtig, richtig schön. Auch das jetzt finde ich ganz toll, wenn man mal bedenkt, dass Jack sich wirklich bei jeder Gelegenheit losgerissen hat früher und man nichts dagegen gemacht hat. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir hätten ihn jetzt erst frisch von der Wiese mit 1,84 und dann so einem Charakterzug, wie er früher an den Tag gelegt hat, hätte ich das sehr, sehr ungerne gemacht. Und auch als die Rabea letztens, also zum Röntgen da war, da haben wir dann vorne die Vorderbeine gemacht. Und dann habe ich gesagt, guck mal, ist das nicht ein braves Pferd? Und dann hat sie gesagt, ich warte mal noch die Hinterbeine ab. Weil sie kannte ja Jack nun auch von anderen Zeiten. Aber auch hinten gar kein Problem, wirklich gar kein Problem. Finde ich richtig toll, richtig toll. Ja, ich werde jetzt demnächst, werde ich wirklich das mit der Doppellonge wirklich richtig weiter ausbauen, dass er schon mal alles lernt, dass er die Hilfengebung lernt, die Zügelführung lernt. Das kann man so natürlich nicht machen. Das wäre jetzt, was Vicky macht, ist jetzt Bewegungstherapie, einfach nur so ein bisschen Energie abbauen. Ich persönlich mache das eigentlich nicht, also einfach nur Energie abbauen, wie man das halt ganz häufig hört. Ist für mich persönlich Zeitverschwendung. Ich baue dieses Energieabbauen immer in die Schiefentherapie mit ein. Das heißt, ich gucke schon immer, dass die Pferde dann wirklich gleich in die Korrektur ihre Energie abbauen. Und das brauche ich jetzt hier aber nicht machen. Wenn ich ihn jetzt demnächst an der Hand habe, werde ich das mit der Doppellonge wieder anfangen, dass er auch wirklich Seitengänge kriegt, dass wir die Übergänge machen, dass er ohne Reitergewicht auch lernt, in den Übergängen hoffentlich in die Tiefe zu kauen. Bei manchen klappt das besser, wenn man oben drauf sitzt. Andere machen es mit der Doppellonge sehr, sehr schön. Und bei der Doppellonge, muss ich ganz ehrlich sagen, haben wir ja schon ein Tutorial gemacht, ersten Teil. Das heißt, wie kann ich als Laie wirklich anfangen, mit der Doppellonge zu üben, so gefahrlos, wie ich es halt machen kann. Gleich nehmen wir den zweiten Teil auf. Da wird es dann ein bisschen spannend, weil ich nehme ein Pferd, was das nicht so gerne mag, glaube ich, wenn die Longe hinter der Hinterhand lang geht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt immer ganz viele Kommentare zu Ausbindern, zu Hilfszügeln allgemein. Alle sind ganz, ganz furchtbar gefährlich. Nein, sage ich, nicht die Hilfszügel sind gefährlich, sondern die Menschen, die die Hilfszügel bedienen, sind gefährlich, weil Hilfszügel sind ja eine unterstützende Maßnahme. Und wenn ich mir jetzt mal überlege, wie das mit dem Ausbinder ist, ich persönlich sage mir, okay, ein Ausbinder an einem jungen Pferd, damit sie erstmal lernen, was passiert, wenn ich an den Zügel anecke. Der Ausbinder ist ja letztendlich eine Zügelimitation.
Nur, dass ich als Reiter nicht die Möglichkeit habe, wenn jetzt ein Pferd zum Beispiel losbockt, dass ich dann nicht so stabil bleiben kann wie jetzt zum Beispiel der Ausbinder. Und ich persönlich mag es gerne, wenn ein Pferd an der Longe ohne Reitergewicht herausfinden kann, was passiert, wenn ich das und das mache. Wenn Jack jetzt also Ausbinder dran hätte und er würde versuchen, maßlos seinen Kopf hochzureißen oder loszubocken wie ein Wilder, dann würde er unweigerlich ans Gebiss stoßen in einem gewissen Maße und würde eine Negativkonsequenz haben, wo dann viele sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das darf man nicht. Wenn ich mir jetzt überlege, ich nehme die Doppellonge und nehme gleich eine Verschnallung, wie man sie zum Beispiel nimmt, um Handwechsel zu machen, um wirklich reiterähnliche Sachen zu machen, wie für die Fahrpferde zum Beispiel die Eingewöhnung oder die Hengste, die in der Freiheits-, in der Bodenarbeit am Kurzzügel oder am Langzügel oder sonst wo laufen, dann haben wir das eigentlich immer über eine Umlenkrolle. Zumindest ein Zügel ist immer in der Umlenkrolle, nämlich entweder an dem Longiergurt unten am Ring, oben am Ring, wo man nun die äußere Leine laufen lässt, ist ja mal dahingestellt. Aber wir haben immer eine Kraftübertragung, die wir selber nicht fühlen. Und das ist an der Doppellonge auch so. Das wird man in dem Tutorial sehen. Wir haben die Leine durch die Ringe, sie machen einen Knick und wir haben sie in der Hand. Das heißt, Die ganze Kraftübertragung wird einmal gebrochen an dieser, ob es eine Umlenkrolle ist, ob es der Ring ist, der einfache, ganz egal. Auf jeden Fall haben wir eine immense Kraftminimierung für uns. Es ist wie ein Flaschenzug quasi. Und wenn ich mir das überlege, dass ein Schlaufzügel zum Beispiel so verschrien wird, weil er diese Kraftübertragung macht und weil er halt einfach schlichtweg von der Masse der Reiter, der sie benutzt, einfach unfachmännisch aus Faulheit, Zeitnot, ich kann ja nicht sagen schlechten Reiten, weil wer ganz oben reitet, kann definitiv ja nicht schlecht reiten, einfach nur unfreundlich dem Pferd gegenüber benutzt. Heißt ja nicht, dass Hilfszüge schlecht sind. Weil wenn ich mir das überlege, wenn ich eine Doppellonge dran mache, dann habe ich einen ähnlichen Effekt, wie als wenn ich einen Schlaufzügel reite. Und mit einem Schlaufzügel habe ich die Möglichkeit, individuell, wenn ich ihn denn rechtmäßig gebrauche und nicht als Vergewaltigungsprojekt nehme, habe ich die Möglichkeit, individuell nachzugeben, anzunehmen. Ich kann sagen, ich möchte, dass der Schlaufzügel nur eingreift in der und der Situation. Solange ich in diese Situation nicht komme, ist keine Funktion da. Das ist für mich ein sachgemäßer Umgang mit Hilfszügeln. Und nicht, um dem Pferd zu sagen, dein Kopf gehört hierhin. Das Gleiche ist in den hohen Dressuren mit Kandare reiten. Eine Kandare ist nicht schlimm. Derjenige, der die Kandare bedient, ist schlimm. Komm hoch. Das ist zum Beispiel ein negativer Effekt, wenn man keinen Reithalfter hat, sondern ja, einfach nur so. Und dieses Pferd, was mit 8 Kilo Hafer gefüttert wird, das ist so gestochen jetzt, dass wir das jetzt erstmal einfangen müssen. Ja, auf jeden Fall. Völlig irritiert. Das war natürlich alles Absicht und einstudiert. Ne, da haben wir eine ganze Woche für gebraucht, um das zu üben, dass jetzt in diesem Moment die Trense vom Kopf fällt. Auf jeden Fall. Ich glaube, er war auch ein bisschen verwirrt. Einmal andere Seite. Also auch ohne Nasenriemen. Schuppern. Ne, Jack? Also müssen wir mal weitersuchen, ne? Ja, böse Leute würden jetzt sagen, du willst einfach nur frei sein. Ja, aber du warst gerade frei. Du hättest einfach gehen können.
Macht aber nicht. Weil dann müsstest du dir ja dein Futter selber suchen. Ne? Komm her, komm. Hier hat er all you can eat. Und das ist ja bekanntlich nicht nur für Menschen verlockend. Ja, und das ist wie so oft. Es ist immer der Mensch, der etwas bedient. Ob das in der Aufzucht ist, ob das beim Reiten ist, ob das bei dem Gebrauch von Hilfszügeln ist. Wenn ich mir angucke, wie wenig Kandarrenzügel wirklich auch in den hohen Prüfungen nicht durchhängen, das sollen sie ja nicht. Meiner würde durchhängen, aber wenn ich sehe, wie viel wirklich auf dem blanken Kandarrenzügel geritten wird und dass jede Rückwärtsparade wirklich in der Hand zurückgezupft wird und man muss ja nur mal schauen, wie viel Ganaschenbewegung da ist, wenn wir die Piaf sehen, wenn wir die Passage sehen, wenn wir die Versammlung sehen, dass wirklich immer hier oben dieses Wupp, Wupp, Wupp und die Reiter da teilweise drauf sitzen und wirklich immer, immer zurückholen. Und das dann am blanken Kandarrenzügel oder wenn ich ja, Verkaufsanzeigen gelesen habe, leicht in der Hand, leicht rittig, super schön. Und dann kommt man dahin und man sieht aber schon auf Kandarre vorgeritten und so massiv mit Kandarre, dass ich mir sage, wie soll denn dieses Pferd feinrittig auf Trense sein, wenn es das noch nicht mal auf Kandarre ist? Und das sind immer so Sachen, da sage ich mir, also entweder bin ich blöd, oder vielleicht oldschool-mäßig oder vielleicht bin ich auch einfach zu faul auf dem Pferd, dass ich das alles leichtrittig haben will. Aber ich möchte ganz gerne, dass das harmonisch ist und dass man die Hilfengebung so wenig wie möglich bis gar nicht sieht. Und das wäre so ein Riesentraum, so ein Riesenziel. Auf Konrad habe ich das damals geschafft und ich bin gespannt, wie das bei Jack und Joe wird. Aber das ist, glaube ich, etwas, was man sich schön angucken kann. Und wenn das der Fall wäre, dann glaube ich, würden auch mehrere Leute wieder gerne auf dem Turnier zugucken. Oder vielleicht auch bei anderen Sachen zugucken. Egal, ob das Shows sind, ob das Turniersport ist, ob das Freizeitreiten ist. Ich kriege so viele Videos, von wo ich halt Sequenzen vom Reitunterricht sehe. Und ich sehe humpelnde Pferde, ich sehe Pferde, die total klamm gehen, wo jeder Schritt mit dem Sporn rausgetrieben werden muss. Und es wird aber gar nichts dazu gesagt. Klar. Wenn hier ein Drei-Tage-Check herkommt, sage ich dazu auch nichts. Ich kenne diese Reiter gar nicht. Ich kenne auch die Pferde gar nicht. Ich kann doch nicht sagen, wenn hier jemand kommt, so pass mal auf, du steigst jetzt erstmal von deinem Pferd ab, du machst jetzt erstmal die Sporen ab und den Nasenriemen, den machst du erstmal drei Loch enger und dein Sattel passt auch nicht, reit mal eben ohne Sattel vor. Ich muss doch überhaupt erstmal gucken, was Stand der Dinge ist und muss erstmal schauen, wie kriege ich denn den Menschen zum Nachdenken und zum Reinfühlen und wie komme ich da dran und auf welcher Ebene muss ich mit ihm kommunizieren, dass er es versteht, weil denn nur so hat das Pferd die Chance auf eine Verbesserung danach, wenn ich es schaffe, die Person, die wichtige Person, die da dranhängt, emotional zu berühren und zum Umdenken zu bewegen und verstehen. Sehr gut. Willst du das wirklich hier oben machen? Ja. Und was ist, wenn er dann nach unten galoppieren will? Dann galoppiere ich mit. Eine recht naheliegende Idee. Toll, klasse, prima. Super, super, super. Was ist denn das ganz krass? Es ist jetzt wirklich Konrads Sattel. Und das ist was völlig anderes mit Sattel als ohne Sattel. Weil wir haben ja eine ganz andere Belastung, ein ganz anderes Druckverhältnis. Ja, fein. Möchtest du einen haben von mir? Ja, meine schmecken anders, ne? Ist das nicht Wahnsinn? Ich muss trotzdem natürlich hier ein bisschen, kann ja auch anders sein, dass er losgeht. Oh, was bist du fein! Feiner Junge. So schön machst du das. Hm? Das ist das, was ich angesprochen habe im letzten Film. Plus die ganzen Leckerlis, die sie hier kriegen. Aber warum soll ich das nicht machen? Was hat denn der Jack jetzt für ein...
Warum soll er hier stehen bleiben und alles mit Freude machen, wenn es sich für ihn nicht lohnt? So, also mache ich doch... Zwei! Komm, Jack! Macht sich gut hier drauf, sehe ich gut auf mich? Ich tue mal so, als wenn ich total entspannt bin, ne, Jack? Toll! Siehst du wohl? Ja, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Jack, du bist echt der Knaller schlechthin. Guck sich mal einer das Auge von ihm an. Es ist irgendwie... Toll machst du das. Ganz toll. Muss man einmal den rechten Hügel verstellen. Boah. Das kannst du nicht nochmal machen, Vicky. Du musst mich vorbereiten. Ich rede hier und rede. Oh. Er ist doch super brav. Also es ist wirklich so, guck sich das einer an. Es ist so. Aber wer weiß, ne? Man weiß nie, wie es ist, wenn man sich in Bewegung setzt oder wenn die mal nicht wollen oder so. Aber das werden wir jetzt wohl gleich rausfinden. Was bist du für ein toller Junge. Und ich habe aber auch Möhren gekauft, Jack, dann kriegst du Möhren gleich ohne Gebiss, okay? Ja? Oh, was bist du fein, hä? Hi. Ich bin jetzt in beiden Steigbügeln drin. Oh, toll. Super. Der Gurt sieht ein bisschen lose aus. Nein, sieht nur so aus. So machen wir mal schnell. Bisschen fester. Es kam auch schon mal ein Kommentar. Ob wir unsere Pferde auch darauf trainieren würden, wenn man mal vergisst nachzugurten und dass die Pferde auch keine Paniksituation kriegen, wenn der Sattel dann unter den Bauch rutscht. Nein, sowas trainieren wir nicht. Aus ganz... Ja, wir sind einfach so. Genau. Man sollte niemals vergessen, den Gurt festzuziehen. Nicht nur, weil man Gefahr läuft, dass der Sattel dann wirklich nach unten rutscht, sondern es ist zum einen sehr, sehr unbequem fürs Pferd und es macht auch tierisch Scheuerstellen. Und das würde ich keinem Pferd antun wollen, diese Scheuerstellen zu haben. Und von daher niemals das Gurten vergessen und daraufhin trainieren wir auch keine Situation, weil alleine das Trainieren dieser Situation könnte schon ganz fatale Folgen haben. Fein. Super. Da. Auch ganz, ganz wichtig, von beiden Seiten. Macht man das wirklich nur von einer Seite, hat man natürlich auch schon eine muskuläre Dysbalance, weil ja das Pferd auch dieses Aufsteigen wirklich kompensieren muss. Er braucht ja Muskelspannung, um jetzt nicht, ja, ganz grob gesagt, umzufallen, wenn sich da dann halt eine erwachsene Person dranhängt. Und von daher ist das natürlich ganz schön, so wie jetzt Vicky das auch macht, wirklich von beiden Seiten. Und wer das mal versucht hat, von der anderen Seite aufzusteigen, das ist echt eine andere Hausnummer. Das muss man wirklich mal jeden Tag im Wechsel machen. Und wie ist die Luft da oben? Richtig gut, sehr erfrischend hier. Moin, Jack. Oh. Ist ganz in Ordnung. Ich bin gerade wirklich, das macht der wirklich toll. Was natürlich auch schön ist, das hat Vicky gerade schon gesagt, sie hält ihre Beine jetzt nicht weg. Und das ist auch das Schöne, wenn die Pferde Doppellonge gewohnt sind, weil halt einfach die Leinen auch schon am Bauch sind. Ob das nun die äußere Leine ist, ob das die innere Leine ist. Und wir machen das auch ganz häufig, wenn die da stehen am Putzplatz, dass ich wirklich das Kommando Seite gebe. Fein. Dass ich das Kommando Seite gebe und sie dann halt wirklich auf diesen Druck hin auch zur Seite gehen. So, ich bombardiere mich mal eben mit Leckerlis. Griffbereit meine ich. Hast du Lust mitzukommen, Jack? Hast du Lust mitzukommen? Ja, nimm mal die Zügel ruhig ein bisschen in der Hand.
Hm? Warte. Ja. Wir sind gerade ein paar Schritte gegangen. Toll. Ja, du Feiner. Ja, komm her. Kommst mit? Warte, muss es aufessen. Ja, du Feiner. Kommst mit? Schirrit. Ja. Und halt. Gut. Klasse. Ganz wichtig, auf Kommandos. Das hat Vicky jetzt ja auch schon gemacht. Auf Trab, Trab, auf Galopp, Galopp. Sehr durchparieren. Schön. Das hilft einem denn immer ein bisschen in diesen Phasen. Hm? Komm her. Ja. Komm. Fein. Sehr gut, Jack. Gut. Ich sag dir jetzt schon mal, der Schritt ist ultra bequem. So, komm her. Komm mit. Ne? Zügel hast du ja trotzdem in der Hand. Fein. Sehr gut, Jack. Gut gemacht. Komm her. Fein. Super. Super. Oh, so fein. Oh, du Feiner. Fein, Jack. Oh, gut. Klasse, ja, bitte, mein Junge. Bitte schön. Wollen wir wieder zur Aufstiegshilfe gehen? Ja. Komm her. Ja, komm, Jack. Super. Mensch, Jack, dann kannst du ja als Handpferd mitgehen mit Vicky oben drauf. Dann können wir auch mal traben. Super. Ja, guck mal. Komm mal mit. Ja. Toller Junge. Gut. Ja, Jack, aufgepasst. Ja. Oh, eins und. Oh, toll. Gut. Du feiner Junge. Hi. Oh, ich glaube, vertrauensmäßig, ich glaube, da können wir gar nicht uns beklagen oder irgendwas anders super machen. Und jeder, der, glaube ich, an dieser Aufzucht jetzt immer noch zweifelt, da wüsste ich denn nicht, was man noch machen soll, weil das finde ich mega toll. Ich glaube, dass Jack wirklich ein zweiter Konrad wird. Nicht nur größentechnisch, sondern auch das Gemüt, weil Jack regt sich nur auf über Dinge, wo er meint, sich wirklich aufregen zu müssen. Und genauso ist Konrad auch. Dann möchte ich allerdings nicht sein Feind sein. Ganz, ganz toll. Aber auch Vicky, wie mutig die ist. Also ich hätte Herzklopfen, muss ich ganz ehrlich sagen. So schön. Freue mich richtig auf die Zukunft. Ganz toll. Ich glaube, Joey wird ein bisschen anders, aber vielleicht auch nicht. Mal gucken. So, Jack, dreh dich mal immer. Ja. Er möchte zu dir. Hallo. Er kommt noch zu dir. Komm her. Ich hatte gerade Hoffnung. Komm her, Marisa. Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Nimmst du Jack mit? Ja. Ganz, ganz toll. Also mein Feedback ist auf jeden Fall, ich glaube, nächstes Mal können wir auf jeden Fall damit rechnen, dass wir im Galopp ins Gelände gehen. Nein, Spaß. Aber ich glaube, ja, aber ich glaube wirklich, dass er sich sehr, sehr gut entwickeln wird. Wir machen das morgen nochmal. Und da sah das dann tatsächlich schon so aus. Jack, komm, mein Großer, komm. Schirrit. Komm, Jack, komm. Jack, komm. Ja, toll machst du das. Klasse, mein Großer, fein. Komm her, hol dir mal deinen Schmacko ab. Ja, sehr schön. Ich glaube, das reicht, ja, ne? So ein Feiner. Ja.